Eigentlich ist es ja auch wieder schön, dass die Avus wiederbelebt wird. Sie war eine der berühmtesten Rennstrecken, aber in den letzten Jahren nichts weiter als ein Autobahnzubringer Richtung Potsdam. Renate Freiling ist bei mir. Wie kam es denn dazu, dass jetzt hier wieder eine Rallye stattfindet? Das hat sich der ADAC Berlin-Brandenburg so überlegt. Nach 40 Jahren könnte man ja hier die Nordkurve mal wiederbeleben. Wir sind ja hier in der Nordkurve, nicht direkt auf der Avus, und wir starten auch keine Rennen auf der Avus, sondern wir nutzen einfach diese historische Nordkurve, auf der so viel passiert ist und so viel Historisches im Rennsport schon geschehen ist, um alte Autos jetzt hier zu präsentieren und einfach diese Historie wieder aufleben zu lassen. Erklären Sie uns das ganz kurz. Ich sehe hier ganz viele alte, sehr schön aussehende Fahrzeuge. Was ist deren Aufgabe heute? Die starten ab 9.01 Uhr vorne an der Rampe und fahren ins brandenburgische Umland. Und sie fahren nach Roadbook, dann erwarten sie verschiedene Wertungsprüfungen. Wertungsprüfungen sind Kontrollen, wo auf bestimmte Distanzen eine bestimmte Zeit gefahren werden muss. Das heißt, wenn ein Fahrzeug jetzt zum Beispiel über eine Lichtschranke fährt und muss danach kommen 80 Meter bis zur nächsten Lichtschranke, und es muss diese Strecke, diese Distanz innerhalb von 15 Sekunden zurücklegen und sekundengenau, Hundertstelsekunden genau, auf diese Lichtschranke dann wieder eintreffen, die dann da hinten wartet. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Jetzt ist Sonne, anfangs war Regen. Gibt es so ein Wetter, was Rallyefahrer nicht mögen? Dauerregen. Dauerregen mit Nebel, das ist das, was Rallyefahrer gar nicht mögen, weil viele von den Leuten sind ja auch Cabrio-Fahrer. Es gab ja früher wahnsinnig viele schöne Cabriolets, sieht man jetzt auch hier, die dabei sind, und die mögen das nicht. Aber so wie das heute ist, ist es durchaus akzeptabel. Dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal im Studio die Aussichten für die kommenden Tage an.